Hallo liebe Mineraliensucher, Fossilienfreunde Freunde und all diesen werden wollen. Heute nehme ich euch mal mit ins Krügerhaus in Freiberg. Die Terra Mineralia, die kennen ja viele, aber das Krügerhaus nebenan, da verlaufen sich nicht ganz so viele dahin. Ist zwar direkt nebenan, neben dem Schloss, neben der Terra Mineralia, aber wie gesagt, manche wissen das nicht oder sehen es nicht. Deswegen stelle ich euch das heute mal vor. Man beginnt hier auf der zweiten Etage. Und nicht wundern, wenn ich ein bisschen leiser rede. Das ist ein Museum, da schreit man nicht herum. Hier ist wirklich der Traum eines jeden Mineralensammlers. Junsbach Erzgebirge. Da bin ich sogar durchgefahren letztens. Wahnsinn. Hier ist sozusagen eine ganz große Ratsammlung, wie ihr ganz gut sehen könnt, mit sehr vielen lokalen Funden, wie hier von Halsbach, aber auch aus dem Mitglitztal. Das ist ja Wahnsinn. Hier ist so ein Amethyst. Hämmertet aus dem Bielerdal, da wo ich gesucht habe, aber nichts gefunden habe. Wahrscheinlich war ich zu weit unten gewesen. Ja, eine typische Stufe aus Geier und viele weitere. Die kennen ja bestimmt alle aus St. Egidien. Manche auch von Rüsdorf, sind ein bisschen in der Nähe davon. Die sind wirklich schön groß hier. Das sind wohl mit Abstand die größten, die ich bis jetzt von dort gesehen habe. Das ist ein riesengroßes Gangstück von Schlöttwitz. Ungefähr 40 mal 50 cm. Wahnsinn. Hier ein bisschen kleineres. Das ist wieder so ein großes Gangstück, eine Fluoritprojektie von Junsbach, ebenfalls aus dem Erzgebirge. Und das ist wieder so ein Hammerteil von Amethyst aus dem Gebiet von Geier, Greifenbachtal. Wunderschön. Chemnitz-Altendorf, oh, das ist wahrscheinlich ein eher historischer Fund schon fast. Sehr groß, eine Leihgabe, sehr schön. Und da ebenfalls hier. Aber wenn ihr mal was richtig Großes sehen wollt, dann ist es das hier. Ich weiß nicht, wie man das rausgeholt hat, wie man das bergen könnte. Ist mir ein Rätsel, so riesig. Auch von Schlöttwitz. Man erkennt es, denke ich mir, ganz gut. Wirklich riesig. Ja, kann man sagen, 90 mal 80. Hier mal noch ein paar kleinere. Der hier ist von Schlöttwitz. Der hier allerdings nicht. Der ist von Wiesenbad im Erzgebirge. Und wieder was anderes. Ein Rhyolith, Königsberg bei Wolfstein, in der Pfalz. Was man so im Krügerhaus vielleicht noch erwähnen müsste, hier sind die Minerale vor allem nach Lokalitäten geordnet. Ist hier ganz gut zu erkennen. Alles so nach den Herkunftsgebieten. Und da können wir jetzt mal ganz langsam durchgehen. Was man da hier alles hat. Das hier, wie gesagt, aus der Oberpfalz. Sehr schöne Stücken. Honigspat. Wow. Das ist ein großer Barit. Aus Stühlen in der Oberpfalz, Grube Heiserstein.
Auch ein sehr schöner Amethyst. So mit Eisen verkieselt. Hier würde man fast an das Opernhaus von Sydney denken. Ich kann nur immer wieder einladen, sich das hier mal anzuschauen. Hier ist eine ziemlich große Truse. Phospholipid, Vivianit. Okay, Vivianit aus Deutschland, Oberpfalz, Bayern. Wusste ich auch nicht, dass es hier sowas gibt. Hier eine schöne Stufe mit Natrolit. Kenne ich eigentlich nur von Hammer unter Wiesenthal, aber das ist von aus dem Steinbruch Zeilberg in Bayern. So wie diese Stufe hier. Das sind schöne Fluoridstufen. Die ist auch wirklich sehr schön. Vor allem dieser Kontrast mit dem Weißen. Das hier ist ein wirklich imposanter Fluorit von Wösendorf. Fluorit ist ein bisschen typisch für Wösendorf. Und hier hat man weitere Stufen von Wösendorf. Wirklich sehr schön. Das sind nochmal zwei Stufen von Lisentan, Barit mit Fluorid, ebenfalls eine ordentliche Großstufe und eine Perimorphose. Sehr schön sind auch hier diese Kartendarstellungen. Hier kann man sich wirklich überhaupt nicht satt sehen. Und wieder, wie gesagt, sehr viele Großstufen, wie dieser Bergkristall hier. Wo sind da her? Aus Waldsassen. Wirklich Wahnsinn. Dieser hier ist ebenfalls von Waldsassen. Ich probiere jetzt mal mehrere Perspektiven aus, um den wirklich ordentlich reinzubekommen. Dann haben wir hier noch einen sehr schönen Rauchquarz mit Ottoglas. Das ist jetzt schön fast Morion von der Farbe her. Wieder eines Großstufe Kalzit aus Johanneszeche in Göpfersgrün. Okay, Fichtelgebirge. Wirklich traumhaft. Das ist so ein Artischockenquarz, wie ich ihn schon mal in Hunsibel gefunden habe. Aber der hier ist von Raumedengrün im Fichtelgebirge. Hier was in der Nähe von Wunsiedel. Das ist ein typischer Rauchquarz. Aber auch hier ist nochmal so ein Rauchquarz aus dem Fichtelgebirge. Wohl offenbar eine sehr mineralienreiche Region. Hier oben hat man dann noch eine ganze Menge mehr verschiedene Minerale mit von Albit über Fluorit und Topaz mit Apatit. Euglas.
sogar Anthrazit, Teig, Speckstein hier ganz hinten. Eine ganze Menge. Hier ist noch was Feines. Beryl in Quarz. Eine sehr schöne Stufe mit Pyromorphit. Jetzt eine große Vitrine aus diesem Gebiet hier. Mit einer gigantischen Floatstufe kann man hier einsteigen schon. Baryt auf Fluorit, die ist mächtig. Ungefähr so 60 x 50 cm kommt schon hin. Und noch einen ordentlich großen Fluorit und Baryt, ebenfalls aus der Gegend. Grube Clara, ah, da würde ich auch gerne mal hinfahren. Wenn das nicht so wahnsinnig weit wäre, von mir aus. Hier ist ein großer Fluorit. Grube Hesselbach. Und was für ein gigantischer Quarz, ey. Meine Güte. Da ist von Oberg im Schwarzwald. Meine Güte, ey. Hier kommt man wirklich aus dem Staunen nicht mehr raus. Gibt noch viele weitere Stufen. Die sieht auch ganz interessant aus. Gips. Von Bad Krozingen. Noch eine riesen Vitrine über den Schwarzwald bis zum Hunsrück und ins Saarland. Hier oben sehe ich was Interessantes. Diese Druse mit einem Kalzit in einer Amethystdruse. Kennt man teilweise eigentlich nur aus Brasilien. Das ist auch ein sehr schöner Baryt hier. Grube Clara. Hier hat man noch mal so einen großen Baryt von der Grube Clara. Ja, so 50 mal 50 fast. Oh, der ist Hammer. Grube Clara wieder mal. Ja, war ja fast klar. Diese Druse ist mal was Besonderes, wie ich finde. Eisenkiesel, Hämatit und Kalzit. Alles in einer Druse. Interessant. Das ist von Ida Oberstein. Okay. Hier mal, ja, die nennt sich hier mineralogische Streiflichter. Was damit wohl gemeint ist. Wahrscheinlich sowas hier. Wonach sich wieder Ostsee-Sammler sehnt. Beispielsweise Feuerstein mit Quarztruse innen drin. Auch Markasit, eine Riesenstufe. Hier sind diese begehrten Stufen von Rüdersdorf. Vor allem Köhlestin. Ja, die sind was Besonderes hier. Ob es sowas heute noch zu finden gibt, ich weiß es nicht. Wissen wahrscheinlich nur die Arbeiter vor Ort. Ja, und hier hat man den Flint Opal oder Opal CD von Helgoland. Was das hier ist? Malarit, okay, von Helgoland. Und Chrysokoll, auch von Helgoland. Das ist mir auch ganz neu. Eine ziemlich große Septaria. Wo sind die her? Tongrube Siedlungsschule Friedland. Ich glaube, ich muss mal schauen, wo das ist. Jetzt geht's in die erste Etage. Man geht ja nämlich ganz von oben los, von der zweiten runter in die erste. Jetzt kommen wir mal zum Harz und Mansfelder Land sowie auch Thüringen.
Und natürlich, wie immer, gibt es hier diese riesengroßen Stufen. Wavelit, einfach Wahnsinn. Tagebau Lichtenberg bei Ronneburg, okay. Ah, so ein Parit habe ich auch zu Hause, nur ein bisschen kleiner, aber genau mit der Farbe und Konsistenz. Chemische bei Ronneburg. Andradit, jawohl. Was ist denn das für eine Monster-Gipsstufe? Wow, die ist echt gigantisch. Bleicherote Südharz. Und wie es aussieht, hat man die ein bisschen versiegelt. Eine schöne Steinsalzstufe. Teilweise mit lila Färbungen drin. Sowas könnte man sich mit sehr viel Arbeit auch selbst züchten, aber ja, da muss man was drauf haben, um sowas zu züchten. Vor allem braucht man sehr große Geräte. Sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wie so kleine Bäumchen mit Ästen. Da ist von Bleicherode. Diesen Gips vom Mansfelder Land haben vielleicht schon mehrere Leute gesehen. So sehen dort nämlich die meisten Stufen aus von Gips. Andere sehen dann wieder so aus hier. Der hat ein bisschen so eine ähnliche Form wie die, die man in Bad Freienwalde findet. Nur eben viel kleiner dort. Kanalit. Oh, Gips mit Halit gemischt. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Auch von Bleicherode. Wahnsinn. Wavelit. Ja. Tagebau Lichtenberg. Okay. Und viele weitere interessante Stufen hier. Aber am besten selbst anschauen. Diese Art von Gips kennt ihr vielleicht aus Bad Freienwalde, wie ich es euch schon mal gezeigt habe mit meinen eigenen Funden. Ne? Meine war zwar jetzt nicht ganz so groß gewesen, aber geht zumindest in die Richtung. Allerdings der hier ist von Niedleben in Sachsen-Anhalt. Ja, das ist auch eine große Halitstufe. So sehen meistens die Stufen ganz, ganz klein aus, wenn man sich die selbst züchtet, aus ja, gutem Kochsalz. Ebenfalls Halit. Wo ist denn das da her? Ja, auch aus Bleicherode, Südharz. Hier haben wir jetzt eine riesengroße Harzvitrine. Da fällt einem vor allem dieser Florit ins Auge. Aus Rotleberode. Oh, wieder leuchtet. Herrlich. Wirklich herrlich. Und da gibt es noch viele weitere Stufen mit Kalzit oder mit Jaspis. Auch Kalzit hier. Das ganze Programm. Hier ist ein ziemlich großer Fluoritkristall mit ein bisschen Schachtelung. Oh je, es hört hier nicht auf. Und ich bin erstmal in der ersten Etage von oben herunter. Was haben wir denn hier? Aus dem Odenwald ein ordentlicher Rauchquarz. Aus dem Taunus bei Usingen. Sehr schön. Einige typische Eifelminerale findet man ja ebenfalls. Pyrophyt auf Sandstein. Habe ich so auch nicht gehört. Bleiglanz auf Quarzgeröll. Was nicht alles gibt. Hier ist mal eine große Karte. Von den ganzen Gelände. Müsen-Littfelder Bergbaurevier im Siegerland. Ja, da wurde ordentlich was gemacht damals. Siegerland bis Westerwald.
Wie ihr seht, auch hier sehr viele Großstufen wieder mal. Was mich interessiert, sind dieses Chalkopyrit mit Quarz, was so extrem golden leuchtet, aber kein Gold ist. Von Weitem würde man wirklich denken, das ist Gold, aber ist es nicht. Es ist Chalkopyrit. Und auch hier wieder Natrolith mit diesen ganz vielen kleinen Nadeln. Diese Siderit-Stufe macht auch ordentlich was her. Auch im Sauerland gibt es einiges zu finden. Wie ihr gerade seht, zum Beispiel diese riesengroße Baritstufe, die man wohl alleine kaum heben kann. So wie viele weitere Baritstufen. Auch diese Schemenbilder sind immer sehr interessant. Zum Beispiel von dieser Sperrspottgrube in Dreislar. Da hat man die ganzen Sohlen abgebildet. Muss ein riesengroßes Bergwerk sein. Noch weitere Stufen aus dem Sauerland. Offenbar alle aus dieser Grube Dreislar. Auch hier der Brocken. Wow, mit Dolomit und Chalkopyrit. Auch diese Stufe hier ist wirklich sehr detailreich. Einfach Wahnsinn. Wie gesagt, das muss man sich einfach mal hier persönlich anschauen. Es gibt auch noch ein paar andere Gebiete mit weniger Funden. In einem besonderen Raum hat man dann hier noch diese Galerie der Modelle. Und wenn man sich die mal genau anschaut, das muss wirklich sehr viel Arbeit gemacht haben, die alle herzustellen. Vor allem diese große Wand hier. Ich gehe gleich mal ganz nah ran. Die sind alle aus Holz gemacht. Jeder einzelne stellt eine Kristallform dar, eine spezifische. Man kann sich, denke ich, vorstellen, wie viel Arbeit hier drin steckt, in diesem ganzen Detailreichtum. Geht bis dahinter. Ihr könnt ja versuchen, das mal zu zählen irgendwie. Unglaublich. Das sind offenbar Neuzugänge. Ja. Dieser Amethyst hier aus Waldhamburg hat ja fast Qualität wie die aus Australien. Und steck mal, dieser Fluorit hier von Niederschlag kommt aus der neuen Grubenbefahrung heraus.
Oder ist eben eine Leihgabe, wie es hier steht. Wie alt die jetzt ist, weiß ich leider nicht. Steht jetzt nicht genau hier, wann die gebogen wurde. Hier hat man mal die besonderen Silberstufen aus Freiberg. Hammer, oder? Grube Himmelfürst. Wer Kinder hat, der sollte hier mal genau hinschauen. Da gibt es nämlich ein schönes Programm für Kinder. Das ist jetzt von 23, aber das wird, soweit ich weiß, jedes Jahr fortgeführt. Wer also seine Kinder mal an das Hobby heranführen will, ist dort, denke ich mal, ganz gut aufgehoben. Hier noch diese große Rauchquarzstufe entdeckt, die, ja, man kann sagen, 80 mal 50 breit ist. Was mich noch erstaunender zurückließ, war der Fundort. Nämlich das hier, Umgehungsstraße bei Kirschberg. Also ich habe viel gehört, was dort gefunden wurde, aber davon habe ich jetzt nichts gehört. Nicht von so einer riesigen Stufe. Dieses riesengroße Gangstück mit diesen Silberlocken hier oben drin. Ist ebenfalls aus der Freiburger Gegend. Und zwar von der Grube Himmelsfürst bei Brand-Erbesdorf. Hier jetzt die sächsischen Minerale nochmal intensiver. Diese schönen Krokodilstufen. Aber auch dieser Elbaed mit Quarz. Sieht man sogar leicht diesen grünen Schimmer. Oder dieser Robelit mit Muskovit. Natürlich auch typischerweise Schirl Tourmalin. Wer kennt ihn nicht? Dieser riesengroße Rauchquarz. Wow, einfach Wahnsinn. Von Mühle aus dem Granitgebirge. Hier haben wir dann die Altenberger Region. Beziehungsweise Altenberg-Zinnwald. Ja, da wurde schon einiges rausgeholt. Das ist hier eine typische Picknickstufe von Altenberg. Das ist der Stengel-Topaz. Freiberg darf natürlich auch nicht fehlen. Barrett typischerweise. Und eine Traumstufe von Kalzit auf Quarz. So ein Viertel Quadratmeter groß. Ja, jetzt nichts für den Küchentisch, ne? Ist klar. Da geht es auch schon weiter mit diesen tollen Kalzitstufen. Aber auch natürlich Fluorit darf da nicht fehlen. Also gute Beihilfe von Halsbrügge. Ich gehe dann mal nochmal um die Ecke rum. Traumhaft. Wenn man sich nun mal dann anschaut, wie riesengroß dieses Grubenrevier war, wie viel es Schächte da gegeben hat. Ja, es hört nicht auf, es wird immer größer. Dann sieht man schon, was hier rausgeholt wurde. Es lässt sich ahnen, wie viel Arbeit hier die Bergmänner verrichtet haben. Es gibt dann noch viele weitere Stufen aus dem Freiberger Revier. Beispielsweise auch so eine riesengroße Stufe hier. Einfach Wahnsinn. Barrett mit Fluorit. Einfach unglaublich, was die hier gefunden haben alles. Auch Quarz. Kommt natürlich auch vor. Hier haben noch mal einige Ortschaften, wo noch mal einiges her ist. Annenberg Buchholz zum Beispiel auch. Da haben wir diese Fluoritstufe von Pöhler.
Auch dieser Calcit. Das ist natürlich der typische Baryt von Pöter, die man sonst kennt. Oder auch die Silberstufen von Pöter, die immer diese typische Form haben. Das ist mein wirklich großer Kristall von diesem Hunisch-Baryt. Das sind wieder herrliche Quarzstufen vom Sauberg bei Ernst Friedersdorf. Der hier hat sogar überall kleine Fluoritwürfel drauf auf den Quarzstängeln. Sowie auch Siderit-Kristalle. Aber die Farbe hier ist ja wirklich mal der Hammer. Das leuchtet einem hier entgegen. Wahnsinn. Wie gesagt, schaut euch das selber mal an, kommt ja her und genießt diese große Sammlung. Sehr lehrreich. Thomsonit auf Natrolit, bisschen von Hammer unter Wiesenthal. Genau. Heute dürfte es diese Stufen wahrscheinlich gar nicht mehr geben. Beziehungsweise der Bereich, wo die gefunden wurden, da ist komplett abgebaut. Bad Brambach darf natürlich auch nicht fehlen. Dieser Rauchquarz. Auch der hier. Die sind natürlich etwas größer als die Stufen, die ich zu Hause habe. Aber irgendwann kommt nochmal so eine große Stufe ins Haus. Das weiß ich. Die berühmten Rauchquarze von Mildenau gibt es hier auch. Hat doch sich einer hierher verlaufen. Waldbräu Grünheide, okay, das ist ein ordentliches Stück. Und natürlich Topaz, na, der darf nicht fehlen hier in so einer Sammlung. Stücke von Eibenstock finden sich auch hier. Rohwasserstollen wurde da gefunden. Irfers Grün, ja, sowas habe ich noch nicht gesehen von dort. Ich habe schon einiges gesehen von Irfers Grün, aber noch nicht sowas. Zitrin von Rödenbach. Okay, meiner ist jetzt ein bisschen größer, aber nicht so schön. Und ich hatte meinen bald schleifen lassen. Hier haben wir noch eine riesengroße Quarzstufe von Bösenbrunn. Im Vogtland war ich leider noch nie wirklich sammeln. Weil das so von Bösenbrunn, diese großen Stücken, außer das vielleicht hier, Wismut vom Schneckenstein. Wieder eine riesengroße Fluoritstufe von Bösenbrunn. Boah, ich wusste nicht, dass es dort so große Stufen gab. Wieder was gelernt. Meine Ecke darf natürlich auch nicht fehlen. Die Auer Gegend, Hagenkrümmer. Und natürlich viele Steine aus dem Schachtgebiet von Schlimmer. Alberode Hartenstein. Darf hier natürlich nicht fehlen. Auch Schneeberg, viele Stufen. Das ist was Besonderes von Schneeberg, dieser Kalzitzender. Noch nie gesehen. Sowas. Eher schon sowas. Erythrin auf Quarz, klar, Ruba bei dem Heber. Den richtigen Sammlern ist das natürlich ein Begriff. Dann hat man in einem Raum auch nochmal Funde und wie sie verarbeitet wurden. Nämlich beispielsweise zu edlen Steinen. Wie dieser Rauchquarz, Zitrin. Da kenne ich sogar den Schleifer. Sogar Opal, den suche ich immer noch, vergebens in meiner Richtung. Zitrine wurden ja eine Menge gefunden. Ne? Auch Bergkristalle und lassen sich immer zu schönen Steinen verarbeiten. Ich muss meinen zumindest noch anschleifen lassen. Oh, Topaz auch natürlich, sehr schön und auch schön groß, muss ich sagen. Aquamarin von Irfers Grün. Ja, ich glaube, da wird es heute nichts mehr geben. Also gut aufheben, wer sowas hat.
sogar ein riesengroßer Brocken vom Topaz-Felsen in Schneckenstein hat es bis hierher gebracht. Die haben den bestimmt hier mit schwerem Greta geschafft. Der hat auch sehr viele Drusen noch hier drin. Wenn man mal rangeht, sieht man die Drusen hier. Auch Topaz habe ich ja sogar vor uns gesehen. Irgendwo waren da welche gewesen. Vielleicht erkennt ihr sie ja. Irgendwo gab es da ein paar Topaz noch drin kleben. In diesen ganzen vielen kleinen Hohlräumen, die beim Transport erhalten geblieben sind. Wirklich gigantisch. Auch diesen riesengroßen Klotz hat man hierher gebracht. Das ist hier alles Rauchquarz. Na, wer ahnt es, wo der herstammen könnte? Die Matrix hier. Ratet mal. Da habt ihr eine Chance zum Raten. Ich das Geheimnis lüfte. Ich zeige euch noch mehr von dieser Matrix hier. Mit diesen ganzen kleinen Drusen auch. Sehr schön mit den Quarzdrusen hier. Herrlich, oder? Und auch die Farbe mit dem Eisenkiesel. Hier hat man noch eine viel größere Druse. Top. Hier ist noch eine kleine Druse drin. Auch diese hier. Wunderschön. Das Rätsels Lösung folgt. Dieser Brocken stammt von Wolfgangsmaßen, Schneeberg. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich wie immer über Abonnements, gefällt mir Klicks. Und ich hoffe wirklich, ich konnte euch einen sehr schönen Einblick in diese Sammlung hier geben, in Krügerhaus. Kommt mal her, schaut es euch an. Und wenn ihr davon noch immer nicht genug habt, könnt ihr immer noch in die Terra Mineraria reingehen. Bis zum nächsten Mal. Mal schauen, bis zur nächsten Tour, bis zur nächsten Sammlung. Ich lasse mir wie immer was einfallen.